Und hallo, liebe Freunde, hier herzlich willkommen zu Games und Gerstensaft, dem dritten Teil mit diesem feinen Spiel. Zelda, The Legend of Zelda, Zelda Twilight Princess, oder wie es momentan heißen könnte, wir sammeln Zeug, Rubine, weil das haben wir nämlich getan in der Pause. Vom zweiten zum dritten Teil haben wir ganz viele Rubine gesammelt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo der Dominik ist, der sammelt gerade Bier. Der hat gerade Bier für uns gesammelt, weil es alle warten. Da kommt er nämlich auch schon. Da ist er. Da bin ich auch schon wieder. Hast du ein kleines Bier gesammelt? Hast du auch Bier gefunden? Ich habe Bier gefunden. Wir haben auch Rubine gefunden, denn wenn ihr jetzt in den zweiten Teil erinnert, da brauchten wir 30 Rubine für die Schleuder. Es wird immer epischer. Je öfter man das erzählt, umso epischer wird besser, die Geschichte. Ne? Ja? Brauchten wir für die Schleuder, weil mit dieser Schleuder können wir dann mit den Kindern spielen. Toll, das ist spitzenmäßig. Es wird immer epischer. Es wird wirklich immer epischer. Also ich merke schon, wie die richtig die Story von Twilight Princess sich entfaltet hier. Ja, und ihr habt die geilste Aktion bisher leider verpasst. Ja, die war richtig cool. Wir hatten ja überlegt, wie wir zu diesem einen gelben Rubin kommen. Ne? Der da oben war. Wir waren auf dem Haus da oben und da konnten wir auf den Falken rufen. Und da haben wir gedacht, der Falke holt uns die gelben Rubine. Nein. Hat er nicht. Das habt ihr ja einmal kurz gesehen, wie wir es versucht haben. Aber die Sache ist, der Falke hat uns ein Hühnchen besorgt. Und das Hühnchen, das da konnten wir uns unten dranhängen und dann sind wir damit rübergeflogen. Das glaubt ihr uns jetzt nicht, aber das war so. Ich habe es dir auch nicht geglaubt. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht geglaubt, dass der Falke uns das Hühnchen holt. Ja, ich habe auch mal meine hellen Momente ab und zu. Und wir sind direkt jetzt im Laden und kurz davor, episch die Schleuder zu kaufen. Genau. Das heißt, hier sitzen wir in unserem schönen... Ja, ich habe auch auf stumm gemacht. Warum hast du das getan? Ich weiß es nicht. Ich wollte es mal probieren. Jetzt haben wir wieder Ton. Ah, jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir da auch, sonst muss man das Ganze noch leiser machen. Ach ja, stimmt. So, jetzt haben wir genau 36. Ja, ich will doch bloß. Will ich doch gerade. Komm mal her. Da. Mit 50 Kugeln. Kinderspielzeug. Aber Achtung, Treffer können böse wehtun. Richtig. 30, jawohl, gekauft. Ja. Gekauft. Ja, dazu haben mich die Kinder überredet. Kürbiskerne. Als Munition verwenden. Tadada! Wie sie vorher episch. Ja, siehst du, sehr episch. Item und lege sie auf B. B. Bitte. Bewege mit Hilfe vom Herr, schieße mit. Ja. Und wende, jawohl. Ich will jetzt erstmal raus. Wir haben nur noch 6 Rubine. Ich weiß. Da kommen jetzt ballern wir irgendwas ab. Die Kinder. Ach, du wärst so ein guter Vater. Ja. Wir haben eine Schleuder. Schießt doch auf euch gegenseitig, liebe Kinder. Pass auf, warte, wir rüsten die erstmal aus. Damit wir dann auch schön gleich zielen können. Ich will die Angel aber dann auf irgendwas anderes legen. Wenn wir angeln wollen. Genau, falls wir angeln wollen. Den will ich. So. Jetzt habe ich hier meinen voll Quick. Fully equipped. Fully equipped. Fully loaded, bist du. Wer ist das denn? Oh, der kriegt da erstmal was mit der Schleuder. Hubert! Da wird sich Colin freuen. Man kann wirklich erstaunlich gut mit dir angeln. Also dann bis später. Was hat er denn unter Zimmer gebracht? Der hat uns was in unser Zimmer gebracht. Er hat gearbeitet und jetzt hat er uns irgendwas in unser Zimmer gebracht. Okay. Was ist das? Schieß die Kinder ab. Achtung, sag ich mal. Ja. Den Kleinen? Ja, den Kleinen. Kleinen zuerst. Der guckt schon so aufmüpfig. Ah, muss ich loslassen? Wahrscheinlich, ne? Ach so, ich hab was. Achtung. Super. An seinen großen Kopf. So, jetzt hast du die Schleuder. Aber geh erstmal in dein Zimmer. Ich will gucken, wissen, was der... Okay. Oh Gott, das ist eine Spinne. Die musst du abschießen. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, ich wäre da volle Kanone reingelaufen. Die kannst du auch anvisieren, mit, wenn du nicht weißt, wie du sie... Oh, es ist auf dem Boden. Jetzt geht's ja kaputt. Sie ist zersplintert. Zersplintert? Was, die kann ich anvisieren? Die kannst du auch, hättest du auch mit Z anvisieren können. Ja? Mhm. Gut zu wissen. Wer hat der mir die Spinne da hingelegt, oder? Ja, das hat er dir in dein Zimmer gebracht. Dein toller Vater hat ja eine Spinne auf dir. Das ist nicht dein Vater? Das ist nicht der Vater von dem Angelknilch, Colin? Aber warum saß der mit dir am See? Ist das einfach nur der Chef, oder was? Das ist dein, Oh, da! Truhe! Hier? Da! Holzschwert! Sehr gut. Das hat er heute auf Arbeit gemacht. Er hat ein Holzschwert geschnitzt. Toll. Tolle Arbeit. Dafür würde ich auch gern bezahlen. Professioneller Holzschwertschnitzer. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus. Und dann können wir nämlich an der Vogelscheuche üben.
Tja, dann stech mal die Vogelscheuche ab. Die wird es nicht kommen sehen. Die wird es nicht kommen sehen. So, komm mal runter. Das ist hier. Aber auch sehr gefährlich. Also ohne Geländer. Weißt du, wenn du da mal volltrunken. Besoffen kannst du da nicht, oder? Nee. Also, Games und Gerstensaft dürfte nicht in so einem Haus wohnen. Also die Mitglieder. Also wir. Quasi wir. Wie geht das jetzt? Das Schwert. Mach mal. Da muss ich erst ausrüsten hier, ne? Da, hier. Verwende. Ach, einfach nur, du schwingst das einfach nur. Nee, ich hab das doch gar nicht ausgerüstet. Du musst es nicht ausrüsten. Musst du es ausrüsten? Das ist. Da, hier ausrüsten. Hast du doch schon, er hat es schon in der Hand. Ja? Ja. Jetzt schwing einfach. Genau, nee. Jetzt schwing. Von oben nach unten geht es auch? Nee. Ach, ich mach mein Bier kaputt hier. Komm her, hier, du Sau. Sieh doch an. Bah. Mit Z. Mit dem. Was ist Z? Na, Z ist da. Da. Ching, chong, chong. Chong, chong, chong. Toll. Der stirbt ja gar nicht. Das ist ja auch eine Vogelscheuche. Kann ich auch so stechen? Nee. Das geht bei Skyward Sword, geht das. Also bei dem neueren Teil. Das wird wahrscheinlich auch bei diesen ganzen Kinect für Xbox One spielen. Aber da gibt's ja keine Zelda. Noch nicht. So, jetzt haben wir die Schleuder. Pubert, du hast eine Schleuder, jawoll. Nochmal Pubert. Du bist auf einem Traum erwacht, jetzt ist Eisblende. Jetzt mach ich euch alle fertig hier. Ist doch bestimmt unter Zeitdruck. Alles vorbereitet. Oh Gott, sind das hässliche Kinder. Deswegen wolltest du abschießen. An den Zielscheiben. So ein Kinderkram. Pubert. Haben wir doch schon alles. Die wissen wir doch, wir haben das doch raus. Nicht das. Komm her, yo. Ist genau ins Schwarze, Achtung. Bam, Bamsen. Ich glaube, ich muss gar nicht genau in die Mitte schießen. Nö. Muss nur treffen. Die sind davon auch schon begeistert. Ja, ich glaube auch. In der Gebrauchsanweisung steht. Woher wisst ihr was von der Gebrauchsanweisung? Ich kann doch noch gar nicht lesen. Da hier. Du kannst dich auch umsehen, weißt du ja. Ja, ja, ich weiß. Du musst, glaube ich, alle ziehen. Jetzt? Und da oben. Es hing noch ein bisschen weiter oben eins. Man sollte eigentlich sehen, wie ich hier ziele, ne? Das ist geil. Das ist geil, das machst du richtig gut. Spitzenklasse. Und jetzt noch die Vogelscheuchen zielen. Ja, die auch? Ja, die brauchen es auch. Die brauchen es auch? Komm her, wir laufen hier mit Grübel. Z anvisieren. Alter, das hast du kaputt gemacht. Wie mache ich was? Z anvisieren, Z gedrückt halten. Ach so. Pajau! Da musst du nicht mal zielen. Geil. Super Pubert. Super Pubert. Ist das Super Pubert? Gab's da nicht ein Lied? Super Trooper. Achso, Super Trooper, ne? Fast. Kannst du übrigens, siehst du, die wusste das auch, was ich schon weiß. Die hat wohl die gleiche Bedienungsanleitung. Genau, die wusste ja was von der Bedienungsanleitung. Und jetzt? Jetzt hast du es beeindruckt. Pubert. Ich brauche ein neues Bier. Ah ja, hier. Du bist wirklich unglaublich. Ja, vor allem unglaublich an diesen Controller gefesselt gerade. Schwertschleuder. Egal was, du kannst mit allem umgehen. Klar, oder? Schwertschleuder. Mit allem kannst du umgehen. Die Affen. Dürfen wir jetzt Affen mit dem Holzschwert bauen? Ja, sind die Affen wieder frech? Musst du mir zeigen, wie du mit einem Schwert umgehst? Ja, klar. Hurra! Hurra! Ja, wenn die Affen wieder frech sind, dann werden wir denen mal zeigen. Dann werden wir sie mal verhauen, die lieben Affen. Wo der Hammer hängt. Zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach schwingen, um einen Schlag auszuführen? Anvisieren. Und bam. Hoja! Genau. So geht's gemacht. Ein vertikaler Hieb. Fantastisch, oder? Wenn du einfach nur ohne Gegner hast. Das ist übrigens ein Horizont. Also wenn du ohne anvisieren. Ah, okay. Und als nächstes? Ah, ich weiß. Pubier. Zeig uns diesen tollen Trick. Wo du erst mit Z fokussierst und dann... Alter, das ist so bitter, dass das... Oh, zustechen. Ja, ich wollte es doch. Und dann nach vorne drückst. Eine Stecheattacke. Oh, das kleine Kind, das guckt ein bisschen gruselig. Das hat eine Angst vor dem Stock. Er schwingt so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stecheattacke, wie? Bajau! Hast du es gesehen? Wahnsinn, Pubert. Aber jetzt möchte ich auch einen Spezialtrick sehen. Du weißt schon. Spezialtrick. Ja, wo du das andere Schwert schwingst. Und verschwinden lässt.
Die Wirbelattacke. Helikopter-Dick. Genau. Oh, du Mann. Du a chick, du a Helikopter-Dick. Einfach den Nunchuck. Siehst du doch, der kann doch. Das ist ein Nunchuck. Das ist der Nunchuck. Ach, der hier. Nein. Hat dir kein Kick gedreht. Halt doch mal die Fresse. Das ist kein. Das ist Tatsache. Magisches Gerät. Pubert. Ich habe die Macht. Pubert. Einer fehlt noch. Sprungattacke zeige ich dir. Pass mal auf. Und dann zack. Das ist mein Spruch. Das ist mein Spruch. Zack. Mit Z. Und gleich. Ja, natürlich. Und dann musst du noch die Steuererklärung Anlage N ausfüllen. Was muss ich hier? Und Z. Bam. Wow. Es ist so episch. Episch. Episch ist gar kein Ausdruck. Echt super Pubert. Super Pubert. Jetzt kriegst du es nicht so hin, ne? Aha. Ein Affen oder so. Oh oh. Jetzt kommen die Affen. Na, wie aufs Stichwort. Was ist denn das für ein Affe? Das ist doch kein Affe. Das ist doch ein Gremlin gewesen. Warte! Komm, ich will dich verprügeln. Das sind tolle Kinder. Lauf nicht vor dem Stock weg, du. Ich will den auch. Darf ich den auch? Muss ich damit? Ja, komm, hinterher. Wir müssen nicht in den Wald, wo der Affe ist. Und dann beginnt bestimmt die Quest. Die epische Quest. Die epische Quest. Hier, wo ist der Affe hin? Nein, ich sprich mit ihr, sprich mit ihr. Warum denn? Sie sagt dir, wo der Affe ist. Hier, komm mal her. Tacho und Maro. Na, kommst du da eigentlich her? Achso, ich dachte, sie sagt jetzt immer, oder bleibst du lieber bei mir hier und zeigst mir nochmal deinen Spezialtrick. Wo du so ein Ding rumwirbelst. Ach, meine Tür ist auf. Der kleine Kerl. Oh, das sieht sehr gruselig aus. Das ist also Maro. Dann tief in den Wald gegangen. Bin ich suchen, Pube. Oh. Wir müssen mal aufpassen, wenn man da so zu sehr rumwirbelt. Hier, komm, zack. Oh, ey, ohne Spaß. Scheiße. Alles safe, ich bin gelandet. Zum Glück, man hat ein Wurmloch. Nee, ich wollte eigentlich das Seil durchhacken. Geht nicht. Nee. Aber dafür kann man da runterhopsen. Ja. Ist ja auch erstmal gut zu wissen, ne? Das ist richtig. Ah ja! Ich das schon verinnerlicht habe. Ja! Unbeschreiblich. Den Spezialtrick. Der Spezialtrick ist, da muss ich jemanden anvisieren und dann nach vorne und schießt mich tot. Das ist zu kompliziert. Das kann ich jetzt nicht. Da kann ich dich nicht einweihen, Philipp. Das geht. Wald von Firone. Wer ist denn diese Firone? Hier komm, ich sammle erstmal einen Rubin. Ich hab gesagt. Ich sammle einen Rubin. Wirbel mal. Durch dieses Gras. Das kann ich nicht. Doch, wenn du im Gras stehst, mach mal. Was? Nunchuk. Siehst du? Ich kann das stutzen. Ich bin der perfekte Gärtner. Herzlich willkommen zur Gärtner-Simulation. Ja, komm. Wie sieht denn das hier aus? Das macht ja so einen Werbespot. Ihr Gras in Ordon ist zu hoch. Dann bestellen Sie Link. Nee, Hubert mit seinem. Hier ist noch da. Komm, das kann ich auch so. Muss ich gar nicht rumwirbeln. Nö. Kannst du auch so machen. Das ist ein bisschen Schluck auf, ne? Ha, da ist das Ding. Das ist Rubin. Was denn du? Jetzt schneller. Weglegen. Ah, nee. Wie was? Es geht nicht weiter. Epona rufen? Vielleicht ist er halt jetzt kann nicht ich mehr nicht. Frei. Ich hab nicht so ein Gras hier. Achso, es ist kein Gras da. Toll. Da, ist ja, da muss ich ja gar keinen Sport mehr machen. Ich guck mir nochmal das Tor an. Nur, dass es dann nicht wieder. Vielleicht ist es kaputt machen. Das ist kaputt schlagen. Nee, geht nicht. Moment. Ich habe eine dumpfe Ahnung. Oh oh. Welche? Dass das so eine Ziege kaputt machen kann. Ja, da brauchen wir doch erstmal eine Ziege. Soll ich jetzt den Ziegenpeter einer von seinen Ziegen klauen? Oh, hier ist ein Gras! Diesmal kannst du doch Epona rufen, ich wusste ja. Es doch. Ja, toll. Komm her hier, freier Tag ist vorbei. Ja, freier Tag ist vorbei, die Affen sind los. Ja, klar. Oh Gott, jetzt kommt man auf mich zu! Schleuder ziehen. Komm her hier, und jetzt springst du da rüber, gefälligst. Aber schön, dass dir das eingefallen ist. Ja, ich weiß.
muss erstmal. Zack! Ha, wie ich das gemacht habe. Kann ich hier oben auch rumfuchteln mit dem Ding. Wo willst du denn die? Wo willst du denn? Steck mal an. Oh. Ich stecke. Von da, vom Pferd aus. Naja, klar. Absteigen. Oder? Aber da geht's nicht weiter. Nee, da war. Also nicht absteigen. Ja, musst du nicht zwangsläufig, glaube ich. Kann ich hier hochhopsen? Nee. Na gut, dann reiten wir weiter in die Abendsonne. Hast du eigentlich einen Damage gehabt? Ja. Oh, guck mal, ich habe ein Leben verloren. Wann war das denn? Wann? Wann hast du ein Leben verloren? Hat mich die Vogelscheuche kaputt geschlagen. Oh, hast du die bedrohliche Musik gehört? Die bedrohliche Musik? Das sind die Affen. Oh, was ist da los? Weg zum Waldschrein. Im Wald ist es finster. Licht gibt es hier. Kuro. Wo gibt's? Hier ist. Licht gibt es in die Richtung. Und wir erstmal Licht, ne? Hast du Licht? Oh. Sieht ein bisschen heil aus. Ach, aus Ordnung, na typisch, klar. Ja, ja, tagsüber dunkel, nimm das. Mein Gott! So, hier, nimm das! Aha, mit Lampen kann man also die Dunkelheit erleuchten. Mensch. Und die Lampe benötigst du natürlich Öl. Gib mir her das. Ach, das verkaufst du mir. Natürlich, ist ja klar. Achso. Topffeuer. Alter, du hast keine Zeit. Füllen? Eine Flasche. Komm, ich füll das mal. Dann lässt du wahrscheinlich die Bienenlarven frei. Brauchen wir die? Weiß ich nicht, lass die mal frei. Wie geht das? Einfach die Flasche auswählen? Nee. Achso, jetzt macht er. Füllen? Ding. B? Wieso lässt er nämlich. Da krieg ich auch ein Herz. Ach. Der isst jetzt die Bienenlarven. Was ist das denn für ein Ekel? So, und jetzt füllen. Geht nicht. Doch, klar. Nein. Na klar. Nein, wie denn? Na, mit B. Nimm dir die Flasche. Naja, da muss er schon füllen. Stehen. Ach so. Ha. Oh. Ey, ich habe extra meine Bienenlarven gedingst. Wenn du sie einfach mitnimmst, was ist denn noch gar nicht gar? Die Suppe oder was? Ach so. Ich wollte aber Bienen laufen. Du sollst doch Feuer machen. Wie denn das? Sehr lang. Oh, was? Den muss ich mir jetzt irgendwo hinlegen. Ach, da siehst du, wie viel Öl du noch hast. Stimmt. So, und jetzt zündet das Feuer an. Wahrscheinlich, indem du rumwedelst. Ach so. B drücken und rumwedeln. Das ist wedeln. Ich habe nicht gewedelt, ich habe einfach nur B gedrückt. Siehst du, das Feuer ist an. Oh, ich habe Feuer gemacht. So sieht's aus. Steck die Lampe weg. Die brennt trotzdem. Ja, muss ich die ausmachen? Jetzt habe ich Suppe. Ekelsuppe. Geil. Also riecht sie etwas streng. Lege sie auf B und warte ab, was dir. Ja. Lege sie mal auf B und warte mal ab, was passiert. Ist doch nicht sauer, wenn du den. Mach die Lampe aus! Ich glaube, wenn du sie einfach wegsteckst. Ich kann die nicht wegstecken. Doch so. So verbraucht sich das Öl, glaube ich nicht. Ja, aber die leuchtet doch trotzdem. Ja, aber ich glaube, so verbraucht sich das Öl nicht. Wenn du sie so. Ich glaube, das. Komm, wir rennen schnell durch den dunklen Wald. Ja, rennen wir schnell durch den dunklen Wald. Das macht Sinn. Ja, bevor es. Hätte ich auch ein Feuer entfachen? Oh, ah! Oh! Egal. Das Töten? Mutter aus Holz. Das hat Taro noch gespielt. Komm, töten es. Analysieren. X. Draufhauen! Ching-chang-chong! Jawoll! Ah, erstes Opfer. Kann ich den aufheben? Nee. Ja, die Lampe hilft ja super viel. Ja, vielleicht musst du sie wirklich ausrüsten, damit du was siehst. Ah, nee, so ein bisschen geht's. Und jetzt? Nee. Ich bin wieder angerufen, ich bin wieder wichtig. Toll, wie das mal geht. Sag schöne Grüße, wer auch immer das ist. Hallihallo! Ja, ich bin gar nicht vor Ort. Ich werde dich gar nicht abholen, aber das machen meine liebe Mitbewohnerin. Genau, habe ich schon alles in die Wege geleitet. Gut,
Alles klar, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss. So. Organisatorische Dinge geregelt. Oh, hä? Also mit A kannst du die weglegen, die Lampe, dann verbrauchst du keine. Ah, okay. Ah! Ah! Töte sie! Töte es! Was ist es? Was ist es? Das ist eine riesige Schlingpflanze. Okay. Und man kann hier zwischen... Verbrennen. Verbrennen. Was du alles weißt. Man kann hier zwischendurch immer so... Aber was ist das? Eine verseuchte Ratte! Sie ist wieder explodiert. Man konnte hier, genau. Da. Oh. Oh. Was hast du jetzt gemacht? Das, ach, das ist abgefackelt. Und jetzt? Kannst du die zerschlagen? Oder zerschießen? Zerschießen nicht. Aber ich muss hier die Lampe ausmachen, sonst. Sonst wird das nichts. Aber du brauchst Öl, du hast fast gar nichts mehr. Ja, ich weiß. Rubine! Wir sind reich! Weg, weg, weg! Ich will die einsammeln! Was ist das? Dö, 5 Rubine! Bio! Oh, hier, ich häng an so vielen Kabeln, das ist ja unmenschlich. Kannst du das mal eben bitte ganz kurz nochmal? 5 Rubine wert? Ja, 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 wissen wir. Schieß das andere noch ab. Da ist noch was. Ich Pow! Warte. Einsammeln! Und nochmal schon. Zack. Ja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, irgendwo lang gehen. Wollen wir erstmal noch wieder Öl holen? Ja, wir haben jetzt Rubine. Wollen wir die bei ihm kaufen? Also wollen wir ihm Öl kaufen? Ich glaube auch. Ich weiß gerade nicht mehr. Hier dazwischen war, glaube ich, gar nicht mehr so ein. Nee, war gar nicht mehr. Da ist wieder eins. Toll, am Anfang ist es noch ganz oft und dann nicht. Jetzt nimmt die Story hier aber richtig Fahrt auf. Wir jagen Affen. In Höhlen. Mit Pflanzen. Seit wann leben Affen eigentlich in Höhlen? Das sind berühmte Höhlen. Ah! Affen. Das ist ja wieder da. Ah! Oh, oh. Oh mein Gott. Es hat mich, es hat mich. Komm hier, mach mir meinen super Trick. Anvisieren kannst du das machen. Ja, ich hab's gerade anvisiert. Aus. Das ist ja ein Mist. Wieso wechseln die wieder nach? Das ist eine Pflanze. Das ist ein Wachsender. Das macht's. Ich will jetzt hier Öl. Trink mal das, die Ekelsuppe. Ja, vielleicht ja, füllt sich da das Öl auf, oder was? 20 Rubine! Das ist ja Wucher! Aber wir haben keinen anderen Wagen. Können wir hier nicht einfach umbringen und sein Öl nehmen? In anderen Spielen gibt's das. Ja, wir sind... It's Nintendo! Ja, ja, ich will das nicht! Nein, ich will das auch nicht. Nein, ja, geh weg! Ja, 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 mach, mach, mach. Trink mal das, die Ekelsuppe. Hau rein da. Okay. War scheinbar nicht so eklig. Nö, das. Was ist nichts. Da? Ist nicht drin. Warum leer. Nicht? Was? Warum? Füll das auf. Nein. Ekelsuppe. Juhu. Da, 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 da. Okay. Okay, geht weiter. Die epische Quest. Affenquest. Ist es hier wieder das Ding? Ich sag's dir. Nee, wahrscheinlich nur, wenn du den Level verlässt und dann wieder. Achso, warte mal, hier kann man was machen. Aufheben. Achso. Zu schmeißen. Was ist das? 50 Kerne. Toll. 50 Kerne. Aber mehr geht nicht. Mehr als 50 kannst du nicht dran. Ich seh das schon. So, jetzt haben wir wieder. Öl für die Lampe. Wir haben wieder Öl für die Lampe, Philipp. Aber wir können jetzt erstmal die erste Strecke können wir im Blind. Ah ne, sind jetzt die ganzen Viecher wieder da? Oh Gott! Mach's kaputt! Mach's kaputt! Vertikaler Hieb! Ja. Oh, Rubin. Rubin? Ich kann gar nicht. Bitte fesseln. Ich renne einfach durch. Was soll schon passieren? Da ist das Beispiel! Ich dachte, das kann nicht. Wir haben keine Zeit für sowas. Da ist das Licht. Wir müssen die Affen finden. Geht's nicht. Geht's nicht. Das ist so Possum.
So, jetzt geht. Komm ich. Soll ich den wieder einsammeln? Das ist ja toll. Das ist ein ewiger Kreislauf. Das ist ja noch live. Warte. Nee, wir wollen noch was schaffen in den Tag. Ja, ja, wir wollen jetzt noch was schaffen. Du hast noch links und rechts. Ist egal. Nimm die Lampe und dann geht's aber ab in die Dunkelheit. Hier, da musst du jetzt... Into da. Darkness. Oh, da sind wir schon raus. Das sieht aber gut aus, wo wir da... Also das sieht aus, als würden wir da... Schon wieder am Wald von Chirone. Lampe wegstecken. Ist aber nebelisch. Was sind das für Symbole da auf der Karte? Was für Symbole? Achso, ah, und... Nee, was? Nee, keine Ahnung. Das ist das Rote. Da stirbt man. Wenn ich jetzt hier reinfalle, sterbe ich da. Apropos sterben. Hä? Das ist doch Boden. Ja, vielleicht ist das Sumpf? Sumpf? Nee. Wenn du da... Da stirbst du. Wenn eine Pflanze? Wenn die Viecher dann dir zu nahe kommen. Mach's kaputt. Komm her, ich knall die einfach ab. Bam! Nimm das. Sie anscheinend nur. Na und? Oh, komm her. Dann betäub ich sie. Und dann mach ich mal einen coolen Trick. Ting, ting, ting. Ich finde das. Ah! Was ist das? Ein Gecko! Ein großes Gecko! Was ist das? Aber er hat einen Rubin, aber reit. Das macht plopp. Was ist das? Das ist ein Baumstumpf. Ach, den ich drauf hopsen kann. Toll! Ja, dann gucken wir mal, was da oben ist, ne? Was ist das für Sinn? Was dich angreift. Ich greife dich alles an. Das greift mich nicht an. Das ist mein Denkkonto. Ah, das ist der Timer auch schon abgelaufen. Gehen wir noch schnell in irgendeinen von den. Ah, schon wieder so. Ah, Gecko. Gott. Das ist ein Troll? Ja, das ist ein Gecko. Das ist doch kein Gecko. Hier komm, ich kann auch einen Sprung. Das ist sowas wie ein Troll. Geh nochmal hier, genau, da, nee, zu dem anderen roten Ding auf der Karte. Wollte ich ja. Oh Gott. Ah. Kann ich ja aufheben. Da konnte ich auch schon wieder was aufheben. Ach, das ist der Kopf von der Pflanze. Ah, zweites drauf. Das geht nicht. Oh, geil. Boah, geil, oder? Geil ausgewischt. Richtig gut. Bam. Jetzt hier auch, genau. Pff, was mache ich? Warum visiert er die nicht an? Nee, hier. Aua. Ist schlecht gemacht. Das ist... Komm, geh nach da rein jetzt. Passiert dir was, wenn ich den... Das ist schon genug. Los, da rein jetzt! Ach, das war wieder nur... Ach so, hier! Wo denn? Hä? Da! Da auf der Karte! Ach so, da ist eine Hülle. Ja, ich hab das gerade nicht so überblickt. Ah! Fledermäuse! Ching Chong Chong! Ich mag, wie du immer Ching Chong Chong da sagst. Weil das so schön diskriminierend ist. Warum? Das ist das Geräusch. Oh, das Geräusch, was ich muss einfach mit beiden Händen wirbeln, da geht das schon irgendwie. Das ist doch so ein. Da ist ein Troll! Ich hätte auch stechen können. Ich mag, wie die Effekte die Umgebung erhellen, der hat einen Rubin fallen lassen. Hier, das kannst du anzünden. Fackelrätsel! Warte. Fackel anzünden. Schnell. Und dann gehen wir raus. Dann zack, dann. Hä? Hey. Ich hab's gleich. Das ist nämlich ein Fackelrätsel. Mit Special Effects. Fackelrätsel to end all Fackelrätsel. Was? Okay. Öffnen. Tritt einfach dagegen. Der Schlüssel. Das ist ziemlich gut. Das Tor zum Wald von Firone. Ist da hoch? Das Ding weg. Und dann ist der Teil für heute. Genau. Heute beendet. Liebe Freunde, jetzt seid ihr Zeuge des der letzten Aktion dieses Spiels. Was werdet ihr? Dieses Teils. Ein Herzteil. Das ist noch ein ganzes Herz. 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Das erweitert dein Leben. Leben. Okay. Lebensball. Okay, toll. Gut. Damit soll es das gewesen sein für diesen Teil. Jetzt wissen wir das auch. Ja, liebe Freunde, es ist jetzt noch ein bisschen was passiert. Hast du gerade Stopp gedrückt? Ich weiß es nicht. Ach gut. Habe ich schon aufgenommen? Ich weiß es auch nicht. Das wäre jetzt schlecht. Ja, läuft schon. Das kriegen wir schon mit. Ey, wenn wir jetzt das Spiel nicht aufgenommen. Das haben wir schon so oft gedacht, aber kann ja immer passieren. Ich sag's nur. Ja. Ja, liebe Freunde. Das war Teil 2. 3. Das war Teil 3.
mit Link. Zelda Twilight Princess. Für die Nintendo Wii. Für die Nintendo Wii. Wir haben uns das mal so ein altes Spiel mal rausgekramt. Haben wir mal wir haben viel getan, wir haben Affen gesehen, wir haben Schleudern geschleudert. Genau, wir haben gekämpft. Das erste Mal richtig. Wir haben Ekelsuppe getrunken. Wir haben Bienenlarven gegessen. Köstlich. Der isst aber auch alles, der Link. Ja, und trinkt. Der kennt nichts. In dem Dorf groß wächst. Also ja. Einen ganz harten Schlag. Der muss nur genug Rubine sammeln, dann ist er raus aus dem Höllenloch. Genau. Schwindelig aus diesem Höllenloch. Rubinenmillionär. Genau. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet ein, klickt rein bei Teil 4. Genau. Ansonsten, nächste Woche auf dem Kanal. Ansonsten immer fleißig abonnieren. Richtig. Die anderen Rubriken nicht vernachlässigen. Das ist auch ganz wichtig. Da haben wir uns, stecken wir ja auch sehr viel Mühe rein. Herzblut. Nee, doch, das tun wir ja schon. Machen wir. Also dann guckt es euch an, kommentiert und abonniert und liked ganz fleißig. Genau, und immer weiter zuschauen. Vielen Dank. Für Ihre Aufmerksamkeit. Zum nächsten Mal. Tschüss.